ist es denkbar, nur mit der Bitte um kurze Antwort, dass Sie irgendwann mal wieder den Weg zurück zur SPD finden? Mit Sicherheit nicht. Das also schließen Sie für sich aus. Diese Partei hat Ihr Klientel, die Arbeiter und die kleinen Leute, meiner Meinung nach verraten und verkauft. Also schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Vielen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Es wird interessant sein zu hören, wie er das mit dem Druck wahrnimmt, wenn man ihn in der Öffentlichkeit beobachtet. Und dazu gab es viel Gelegenheit, seitdem er nach 26 Jahren Mitgliedschaft ziemlich spektakulär aus der SPD aus und in die AfD eingetreten ist. Dann hat man das Gefühl, dass da einer ist, der es irgendwie nicht mehr ausgehalten hat. Aber was genau? Der bemerkenswerte Satz von ihm dazu lautet: Die AfD-Ideologie ist eigentlich keine Option. Dazwischen muss irgendetwas passiert sein. Wer wissen will, wie das Ruhrgebiet den Bach runtergeht, hat er mal gesagt, der muss nun mal abends in Essen in die U11 einsteigen. Über den Zusammenhang zwischen U11 und 5 vor 12 wollen wir heute mit ihm reden. Herzlich willkommen, Guido Reil. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Herr Reil, wie haben Sie das wahrgenommen? Würde mich interessieren. Ich meine, noch zu SPD-Zeiten war der Satz, wir schaffen das, für Sie wahrscheinlich ein Satz, den Sie so unterschrieben hätten. Dürfen Sie das auch noch als AfD-Mitglied? Nee, das habe ich zu keiner Zeit so unterschreiben können, diesen Satz. Zu keiner Zeit. Also erstmal finde ich es wichtig, mit dem politischen Mitbewerber fair umzugehen und deswegen auch meiner Kanzlerin ein Kompliment zu machen. Also für mich ist Angela Merkel der einzige Mann in der Regierung. Das muss man schon mal sagen. Die Frau hat Eier und die hat wenigstens eine Linie. Bin mir nicht sicher, ob das alles Komplimente sind, aber gut. Dafür habe ich auf jeden Fall Respekt, das muss ich schon mal sagen. Toll. Nur diese Geschichte jetzt halte ich ehrlich gesagt für eine reine wahlstrategische Aussage. Denn ändern tut sie damit gar nichts und eingesehen hat sie damit überhaupt nichts. Diese völlig unkontrollierbare Öffnung unserer Grenzen war der größte Fehler der Bundesrepublik Deutschland seit seiner Gründung. Da bin ich fest von überzeugt. Und wir werden das nicht schaffen. Und wir können auch nicht schaffen, weil wir auch keine Ziele formuliert haben. Was wollen wir denn da schaffen? Und wie wollen wir das schaffen? All das ist selbst ein Jahr nach der völlig unkontrollierten Grenzöffnung noch völlig offen. Wann sind Sie in die AfD eingetreten? Ich bin im Mai dieses Jahres in die AfD eingetreten. Das heißt, bis dahin waren Sie SPD-Mitglied? Bis dahin war ich SPD-Mitglied, ja. Wie haben Sie denn diesen Satz im September letzten Jahres wahrgenommen, als der fiel das erste Mal? Also als ich diesen Satz gehört habe und auch die Bilder gesehen habe, auch von den Bahnhöfen, den Jubel der Menschen, habe ich mir eine Flasche Whisky geholt und mich betrunken. Weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, da wurde gerade ein Signal an die Welt gesendet, ihr könnt alle kommen. Das ist eine Einladung an die Welt gewesen. Und dieser Satz und die Euphorie und der Jubel in unserem Volk hat zu dieser ganzen Katastrophe geführt. Deswegen haben sich Menschen auf den Weg gemacht. Nicht, weil sie vor irgendwas fliehen, sondern weil sie gedacht haben, die können hier nach Deutschland kommen und werden versorgt. Es geht hier um Zuwanderung in unser Sozialsystem, um nichts anderes. Flüchtlinge, die Flüchtlinge vom Syrienkrieg, die sind in Syrien, innerhalb von Syrien geflohen, die sind in der Türkei, in schlimmsten Verhältnissen in den Camps, die sind in Jordanien, in schlimmsten Verhältnissen und dort müssen wir den Menschen helfen. Das ist jetzt eine Plattitüde, die höre ich immer so an diesem Punkt. Muss ich trotzdem noch mal fragen. Sie sagen, die Leute sind nicht gekommen, weil sie von Not und Elend geflohen sind, sondern sie sind gekommen wegen der Einladung von Frau Merkel. Ist das Ihr Ernst? Auf jeden Fall. Sie glauben nicht, dass es den unmittelbaren Grund erstmal gab, wir müssen da weg, weil Aleppo beispielsweise in Schutt und Asche liegt? Die Menschen hatten die Möglichkeit, in sicheren Lagern unterzukommen. In der Türkei und in Jordanien. Und selbst in Syrien wird nicht überall geschossen. Genauso wenig wie überall im Irak geschossen wird und auch nicht überall im Afghanistan. Und das ist wohl wahr. Das ist die Realität. Ich würde gerne, einmal ganz kurz dazwischen, würde gerne zwei, einmal Ulf Poschert, aber zunächst auch Brian Adams, der gerade sehr interessiert zugehört hat, fragen. Was wir hier gerade hören, ist ja nicht die Auseinandersetzung zwischen zwei Politikern, sondern was wir hier hören, ist eigentlich das, was jeden Tag in diesem Land diskutiert wird und das, was auch teilweise innerhalb von Familien diskutiert wird. Also du hast einen Riss, der teilweise wirklich durch Familien hindurchgeht und zu Recht wird das auch diskutiert. Ist das etwas, was Sie auch von außen so wahrnehmen? Sie leben in London. Wie wird das dort betrachtet? Wie denken die Engländer zum Beispiel über das, was in Deutschland gerade passiert? Also, aus der Sicht eines Außenstehenden schauen wir das, was Deutschland in der Vergangenheit bei der Wiedervereinigung geschafft hat, als großartig an. Und ich glaube nicht, dass irgendein anderes Land in der Lage gewesen wäre, das zu erreichen. Ich habe eine Frage hier. Wenn Sie in derselben Situation wären, würden Sie nicht dasselbe machen? Würden Sie zu allen Nein sagen? Zu dem Zeitpunkt, als diese Menschen, diese Flüchtlinge auf einmal absolut verzweifelt waren, was ist da die absolut menschlichste Art und Weise, was man tun sollte? Sagen Sie einfach Nein, bleib weg?
öffnest du deine Türen für sie und sag, komm her, wir versuchen das gemeinsam zu bewältigen. Herr Reil, die Frage ging an Sie. Man sollte sich genau angucken, wer kommt denn da? Und ich habe die Flüchtlinge live gesehen. In meinem Stadtteil ist die größte Flüchtlingsunterkunft in Essen. Wir haben dort Anfang des Jahres 700 Flüchtlinge bekommen. Die ersten sind im Dezember gekommen. Und ich war da als Kommunalpolitiker oft. Ich habe mit den Leuten gesprochen, ich habe die mir angeguckt. So, für die SPD, ne? Für damals SPD. Waren Sie für die SPD. Für die SPD. So, da kommen ganz, ganz überwiegend strotzgesunde junge Männer, die hervorragend gekleidet waren, sich über die Kleiderkammer ausgelacht haben. Und die erste Frage, die mich gestellt haben, ist, wo ist denn das Fitnessstudio? Solche Menschen habe ich da kennengelernt. Wo ist hier das Fitnessstudio? Die wollen trainieren gehen. Fitness. Aber da kann ja, doch nicht jetzt. Warum sollen sie nicht trainieren? Dann nennt man Cooldown. Nach so einer beschwerten Flucht, da muss man erstmal runterfahren. Cooldown nennt man das. Also hören Sie. Was soll er machen? Soll er hinsetzen und auf der Straße stehen? Wir haben hier Männer ohne Pässe, die kerngesund sind, die Geld in der Tasche haben, einfach so ohne zu hinterfragen aufgenommen. Und das war ein Riesenfehler. Herr Reil, das war aber nicht die Frage von Brian Adams, erstens. Und zweitens, ich tue mich immer schwer mit diesen Generalisierungen. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass jeder, der da reinkommt, erstens top gesund ist, zweitens jung, männlich ist, gut gekleidet und die Frage hat, wo ist das Fitnessstudio? Nicht jeder, 70% aber. 70%. Wie kommen Sie denn da? 70% alleinreisende junge Männer. Das ist was anderes. Die mit Geld in der Tasche gekommen sind und gut gekleidet waren. Glauben Sie mir, und 70% das ist so. Die haben wir live da gesehen. Ich weiß nicht. Also ich habe das natürlich selbst nicht gesehen. Ich sehe das, was ich hier im Fernsehen sehe. Man sieht Familien, man sieht lange Schlangen von Menschen, die sich da auf den Weg gemacht haben. Es ist natürlich eine schwere Situation für alle, für jeden, da eine Entscheidung zu treffen, ob man nun die Grenzen aufmacht oder nicht. Aber im Nachhinein gesehen ist es klar, es dauert natürlich schon lange, Menschen zu integrieren. Also ich spiele in einer Band. Wenn wir ein neues Bandmitglied bekommen, dann dauert das, den aufzunehmen, den zu integrieren. Und wenn du in einem Unternehmen arbeitest und da kommt ein Neuer hinein oder du kommst neu in eine Firma rein, das dauert auch eine Weile, das geht ja nicht über Nacht. Es ist sehr nachvollziehbar und ich bin auch weit davon entfernt übrigens, Herr Reil. Ich mag das nicht, wenn Sie... Wie lange hat es gedauert, bis die Wiedervereinigung in Deutschland funktioniert hat? Das würde ich auch sagen. Mit Blick auf die Berlin-Wahl. Auch ein weiches Herz für die Schwachen unterdrückt, da müssen Sie jetzt den Hardliner rausnehmen. Ich frage mich nur... Wollen Sie das wirklich so durchziehen? Ich glaube, die Sie Antwort eine Frage ergibt an Herrn Reil. Ja, ich würde es auch gerne. Wollen Sie es so durchziehen? Ja, auf jeden Fall. Ich werde weiter die Realität benennen. Wissen Sie, wir haben Erfahrungen gemacht. Ganz kurz, Herr Reil, Sie haben kein Monopol auf die Realität. Ich finde Ihre wenn Essener, Flüchtlinge, darf ich Ihre jetzt Essener Sie haben mir eine Frage gestellt. Darf ich jetzt beantworten? Ja, gut. Bitte. Also. Einer nach dem anderen. Herr Reil, ich nochmal, damit wir uns auch nicht falsch verstehen. Es wäre ganz ungut, wenn Sie jetzt hier in so eine Verteidigungshaltung reinkommen. Eigentlich würde ich gerne, weil es um Differenzierung auch geht, dazu gehört auch, dass Sie sehr klar und deutlich auch das sagen können, was Ihnen am Herzen liegt. Ich würde gerne von Ihnen auch wissen wollen, wie es zu diesem Sinneswandel, wenn man so will, kam. Da hat sich ja wirklich was verändert. Sie haben das auch im Vorfeld auch gesagt. Sie haben gesagt, die AfD mit ihren radikalen Positionen, nicht alle von denen übrigens, aber ein Teil, das ist nicht mein Laden. Und trotzdem sind Sie jetzt dort. Also was hat dazu geführt? Und dann bitte auch die Frage von Herrn Poschert noch mal zu beantworten. Also erstmal zu den Flüchtlingen. Gerade wir im Ruhrgebiet haben Erfahrungen damit, was es bedeutet, wenn Flüchtlinge aus dem Nahen Osten ohne Pässe in unser Land kommen. Vor 30 Jahren kamen dann nämlich angebliche Libanesen im Rahmen dieser sogenannten Beirut-Krise. 30 Jahre später, wissen wir, das waren überhaupt keine Libanesen. Deswegen hatten die auch keine Pässe. Das waren in erster Linie sogenannte Mahali-Kurden, eine kurdische Minderheit, die aus der Türkei, aus Syrien und dem Irak gekommen ist und eben auf einen kurzen Dienstweg im Rahmen dieser Krise nach Deutschland gekommen ist. Diese Menschen Sie tun das sich jetzt auch 30 ich Jahre später. Stopp mal ganz kurz. Also ich kenne diese Geschichte jetzt nicht so genau. Aber, ja, aber ich, deswegen will ich nein, trotzdem noch mal ganz kurz. Nein, Sie kennen sie auch nicht so genau. Doch. Nein, Sie waren ja nicht dabei. Doch. Nein, ich waren sehe Sie den nicht. Tag. Nein, Sie waren noch nicht im Libanon. Sie waren noch nicht dabei. Im Libanon das so ich. Abzutun und einfach zu sagen, da gab es einen kurzen Dienstweg und dann sind wir mal eben alle ganz schnell nach Deutschland. So einfach sind die Dinge nicht. Wenn Sie in der Welt draußen unterwegs sind, wissen Sie das doch ganz genau. Sie wissen das doch ganz genau. Also da sind Menschen wahrscheinlich irgendwo verfolgt worden, haben sich dann in den Libanon geflüchtet und sind am Ende irgendwann ein Teil von denen im Ruhrgebiet gelandet. Können wir uns darauf einigen? Ja, die wurden ja nicht verfolgt, aber egal. Auf jeden Fall, diese Menschen sind heute, Stand 2010, zu 90% leben die noch von Hartz IV. Diese Menschen haben die komplette organisierte Kriminalität in Essen in der Hand, diese sogenannten Clan-Strukturen. Wir haben in Essen 3 Schießereien gehabt schon. Dieses Jahr nur. Mhm. Regelmäßig Massenschlägereien, über die wird schon gar nicht mehr berichtet.
Die Art und Weise, wie diese Menschen sich verhalten, das wollen sie gar nicht wissen. Ich war lange ehrenamtlicher Richter. Ich habe von 10 Prozessen habe ich 8 mit diesen angeblichen Libanesen gehabt. Es ist unmöglich, unmöglich. Als Kinder- und Jugendbeauftragter habe ich viel Kontakt zu libanesischen Eltern gehabt und zu deren Grundstruktur. Glauben Sie mir, einfach mit Weggucken und Probleme wegleuchten, werden wir keine Probleme lösen, keine Probleme lösen. Ich erzähle seit 2009, erzähle ich genau diese Dinge. Damals gab es eine Reportage einer türkischen WDR-Journalistin bei uns an der Hauptschule in Essen-Karnak mit dem schönen Titel Kampf im Klassenzimmer. Die müssen sich mal angucken. Da wurde ganz klar schon geschildert, wie diese libanesischen Jugendlichen erstmal mit der Minderheit der Deutschen umgehen in dieser Schule, wie die so generell ihr Weltbild haben, was die von Juden halten, was die von Frauen halten. Die haben das alles sehr, sehr deutlich benannt. Danach gab es eine riesen Entrüstung. Wie kann diese türkische Journalistin da so was machen, so einen Bericht? Das muss ja alles falsch sein. Die arme Frau ist bestimmt rechtsradikal. Dann kam irgendeiner auf den Gedanken, mich mal zu fragen, weil ich da gerade viele soziale Projekte in der Schule gemacht habe. Und ich habe gesagt, ja, hundertprozentig richtig. Mhm. Genau so ist das. So sieht die Realität in Deutschland aus an unserer Hauptschule. Und 2, 3 Tage später kamen viele andere raus. Die Lehrer haben gesagt, genau so ist das. Wissen Sie was? Genau mit dieser Art von Verallgemeinerung habe ich immer ein Problem. Sie sagen, so sieht die Realität aus. Hauptschule Karnak 2009. Stopp. Nichts Allgemeines. Warten Sie, Sie haben gesagt, so sieht die Realität in Deutschland aus. Was Sie beschreiben, ist die Realität an einer Hauptschule in Essen. Können wir uns darauf einigen? Ja, okay. Können wir uns darauf einigen, bitte. Okay. Weil das führt zu nichts. Es führt zu nichts. Es führt zu nichts. Wenn ich darf eine andere Frage stellen. Ich habe Sie nicht gekannt und habe mir auf Ratschlag der Redaktion den Plassberg angeguckt. Und das haben Sie eben hier wieder gesagt. Sie sagen das tatsächlich, ich kenne das alles, ihr kennt es nicht, Nummer eins. Dann sagen Sie ganz oft auch, das sage ich schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit. Genau. Eben haben Sie gesagt, seit 2009. Ja. In der Sendung haben Sie noch viele, viele andere Zahlen gesagt. Also, wie gesagt, Sie sind mir bislang noch nicht aufgefallen. Ich kenne Sie nicht, aber ich kenne zum Beispiel fast alle Parteitage der SPD. Da habe ich Sie nie gehört. Dann kenne ich auch bestimmte Sitzungen zu Themenschwerpunkten im Willy-Brandt-Haus und Podiumsdiskussionen. Da habe ich Sie auch noch nie gehört. Also ich bin Ratsherr der Stadt Essen, da kommt man da nicht hin. Nee, Liebelein, ich meine was anderes. Ja. Ich frage eben, wenn jemand, und das mein Job ist es ja, nachzufragen, was fühlt ein Mensch, wenn er möglicherweise lange nicht gehört wird. Und es gibt von Nietzsche einen Satz, was ist dir das Menschlichste, jemandem Scham zu ersparen, sagt er. Gut, kann das vielleicht sein, dass sie sich tatsächlich schon so lange abstrampeln, aber gar nirgendwo in der SPD gehört wurden. Und jetzt plötzlich, wham, 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 kommen die Kameralichter, weil sie, entschuldigen, ich wollte das nochmal zu Ende sagen, weil, lassen Sie ihn einfach. Weil jetzt eher mal, wow, ich bin jetzt Bad Boy, weißt du? Geh zur AfD und sag mal, was Tacheles ist. Das kommt mir kein Problem, Respekt. Die Leute, die sagen, ich bin Good Boy. Also ich finde, er hat in der Sendung, die Sie mir empfohlen hatten zu schauen, eben das immer wieder gesagt. Aber die Sendung war schon, die haben wir alle auch schon gesehen. Jetzt sind wir gerade in dieser Sendung und ich würde gerne von Herrn Reinhardt. Nur diesen einen Satz. Dass er bislang nicht gehört wurde und dass er jetzt gehört wird. Genau. Deswegen stelle ich die Frage, haben Sie diese Provokation gebraucht, um endlich sich zu spüren? Fragezeichen. Das ist aber eine schwierige Frage. Jetzt geht das psychologisch. Ja, das fordern Sie heraus. Das fordern Sie heraus. Ach so, ist das so? Sind Sie jetzt der Politiker, der Sie sein wollen? Nee. Sondern? Ich bin jetzt der Politiker, der sich für seine Leute einsetzt. Und ich werde nicht zulassen, dass mein Wahlkreis und meine Heimat kaputt gehen. Wissen Sie, der Essener Norden steht auf der Kippe. Der Essener Norden steht auf der Kippe. Und ich werde es einfach nicht zulassen. Viele der Essener Norden, sagen Sie? Ja, ja, der Essener Norden. Wissen Sie, viele Stadtteile im Ruhrgebiet, Sie kennen teilweise einige Bereiche von Duisburg, einige Bereiche von Dortmund, Stadtteile in Gelsenkirchen, die sind ghettoisiert. Da gibt es diese No-Go-Areas, die gibt es tatsächlich. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und Gott sei Dank, im Essener Norden ist es noch nicht so schlimm. Der Essener Norden steht auf der Kippe. Und deswegen werde ich laut meine Stimme erheben. Und ich werde nicht aufhören. Das können Sie mir glauben. Darf ich Ihnen noch eine, das werden Sie nicht kennen, weil Sie dazu zu jung sind. Aber diese No-Go-Areas. Das war ein Kompliment, Herr Reil. Das war ein Kompliment. Das war, diese No-Go-Areas. Ich war 82 bis 84 in Dortmund engagiert. Wissen Sie, was da los war mit der Borussenfront? Wissen Sie, was hier in Deutschland los ist? Nee, halt, stopp! Es ist das, was Sie machen. Sie tun. Na, aha.
Warum? Weil das die anders. Rechtsradikalen waren, die gesagt haben, die Türken müssen zusammenschlagen. Das ist eine völlig andere Dimension. Weil da konnten Sie als Ausländer nicht durch den Soßmundanok. Finde ich auch. Das wollen wir nicht. Ich finde sozusagen, genau, das wir wollen uns jetzt nicht so in unserem... Nein, es ist nichts Neues. Einer nach dem anderen, bitte. Soziale Brennpunkte im Ort sind nichts Neues. Darum geht es mir. Ich würde gerne... Die Stadt 2010 ist völlig neu. Herr Rhein, darf ich ganz kurz? Ich würde gerne nochmal... Ryan Adams ist auch schon fix und fertig. Würde gerne... Herr Rhein, ich würde gerne... Würde Sie gerne trotzdem fragen, Sie sind ja jemand, der 26 Jahre an dieser... Das ist richtig, Brian Adams sagt gerade, zu Recht, finde ich, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da gibt es eben ganz viel dazwischen. Was wir gerade erleben, ist dieses Schwarz und Weiß, dieses extreme ganz Polarisieren, was im Moment tatsächlich überall so stattfindet. Das ist eigentlich falsch. Mit der Bitte um eine differenzierte Antwort. Was war tatsächlich der Grund, warum Sie dann irgendwann gesagt haben, okay, diese Leute überzeugen mich. Wer zum Beispiel aus der AfD hat Sie wirklich überzeugt? Markus Prezell, der Landesvorsitzende zum Beispiel? Wer hat Sie überzeugt, drüber zu gehen? Also, erstmal, nachdem ich ausgetreten bin aus der SPD, aus Frust über den letzten Parteitag, den ich dort erlebt habe, vor diesem Parteitag ging das ganz klare Signal aus, weiter so, wir wollen nichts ändern. Haben Sie da geredet? Auf diesem Parteitag habe ich geredet, auf diesem Parteitag habe ich kandidiert zum stellvertretenden Unterbezirksvorsitzenden. Und da muss man sich mal vorstellen, was ist so ein stellvertretender Unterbezirksvorsitzender? Das ist keiner, der Geld kriegt, das ist keiner, der Macht hat, da geht es nur so ein bisschen um so ein Symbol. Und da habe ich gedacht, was ich sage, wenn mal einer von der Basis so eine breite Unterstützung bekommt und von der Bevölkerung, wäre das vielleicht mal schön, diese Riege der Berufspolitiker so ein bisschen aufzumischen und so ein bisschen zu beleben. Und wissen Sie, gegen wen ich da verloren habe zum Beispiel? Gegen die Frau Petra Hinz. Die ist heute berühmt. Das ist die mit falschem Abitur und falschem Studium und die 10 Jahre ihre Personal gemobbt hat. Gegen die, das, was die wurde gesagt umjubelt. Groß, die wurde umjubelt. Die wurde völlig umjubelt. Ja. Und der Hauptschüler, der Bergmann, aber der Betriebsrat, ja, der wurde mit 22% abgestraft. Aber haben Sie das Gefühl, wenn da jemand war, der mit Vorspiegelung falscher Tatsachen unterwegs war, dass Sie jetzt im richtigen Verein sind, wenn es um Vorspiegelung falscher Tatsachen geht? Jetzt ernsthaft. Nur mal kurz gefragt. Der war gut. Aber trotzdem nochmal. Ehre wem Ehre gebührt. Der war gut. Das ist überhaupt keine Frage. Gut. Nein, so. Ich habe danach natürlich Interviews gegeben. Da wurde auch das Zitat von Ihnen gebracht, dass ich teilweise mit den Grundwerten der AfD Probleme habe. Ich muss Ihnen sagen, was die AfD so wirklich will, da habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gewusst, weil ich ganz viel Zeitung gelesen habe. Und da standen unmögliche Sachen drin. Die haben was gegen Homosexuelle, die sind frauenfeindlich, die wollen die Agentur für Arbeit abschaffen, den Mindestlohn wollen die abschaffen und all so tolle Sachen. Antisemiten. Jo. Und dann habe ich mal einfach was völlig Beklopptes gemacht. Ich habe mir nämlich das Parteiprogramm angeguckt. Das ist nämlich zufällig 2 Tage später online gestellt worden. Das gab es vorher noch überhaupt gar nicht. Gab einen Entwurf. Und all, genau, das nur ein Entwurf. Das richtige Programm gab es nicht. Und stellen Sie sich mal vor, von all dem schlimmen Zeug steht da gar nichts drin. Null. Da stehen viele Sachen drin, die ich total klasse finde. Ja, zum Beispiel so Sachen, anhören, was Ihre Landesverbände zum Beispiel fordern, so Sachen zur Energiepolitik. Doch schon. Also ich bin zum Beispiel in der Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Glauben Sie mal, was ich von der Energiewende halte. Das ist völlig absurd. Das hat übrigens vor 2 Wochen Wolfgang Clement gesagt. Und der hatte Ahnung von. Und viele andere Sachen passen da wunderbar. Wir wollen jetzt nicht über Energiewende sprechen. Das ist ja auch nicht der Grund, warum Sie aus der SPD rausgegangen sind. Da weiß jeder, dass die homophob sind, antisemitisch und frauenfeindlich. Aber was in dem Programm drin steht, das weiß kein Mensch. Herr Rhein, trotzdem noch mal. Wer hat Sie denn überzeugt? Wir können gerne über das Wirtschaftsprogramm reden. Na ganz kurz, bitte nicht. Sie sind aber kompetent. Herr Rhein, wer hat Sie denn überzeugt? War es dann Markus Prezell, der Landesvorsitzende der AfD in Interview gegeben und dann ist was ganz Spannendes passiert. In der Welt. Und nach diesem Zeitung. Nach diesen tollen Interviews lese ich mir immer die Kommentare durch. Ja. So, und in den Kommentaren stand was ganz Spannendes. Also zu 90% habe ich da ganz viel Zustimmung bekommen. Mhm. Nur viele haben gesagt, aber bei einem Satz hast du Scheiße gebaut, Kollege. Das mit der AfD, das überleg dir mal. Guck dir die AfD mal lieber an. Da hast du nämlich Vorurteile. Und das hat mir zu denken gegeben. Und da habe ich tatsächlich mir erstens das Programm durchgelesen und war überrascht. Da steht da gar nichts Schlimmes drin, sondern zu 90% stehen da Sachen drin, mit denen ich gut leben kann. So, und dann habe ich wirklich mal den persönlichen Kontakt gesucht, weil das ist immer wichtig, wenn man Menschen kennenlernt. Ja. Der persönliche Kontakt ist das Allerwichtigste. Da habe ich den Kreisvorsitzenden aus Essen angerufen, den Stefan Keuter. Und ich bin da auf einen Mensch getroffen, der könnte mein Bruder sein. Der ist so alt wie ich, der sieht fast so aus wie ich und ist genauso drauf wie ich. Und das fand ich schon mal Tüfte. Dann habe ich die anderen Essener kennengelernt und ich habe da ganz normale Menschen kennengelernt. Mhm. Polizisten, Lehrer, Selbstständige.
Und davon war überhaupt keiner böse. Sie werden und davon war keiner Nazi. Es geht ja auch gar nicht darum. Es da geht hacken ja gar nicht Sie darum. Drauf rum, da haben Sie Spaß dran. Es geht ja, nur mal kommen Sie nicht durch. Es geht ja auch gar nicht darum. Entschuldigung, ganz kurz, nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Soll ich deswegen da nicht hingehen, oder? Herr Rhein, es geht doch auch gar nicht darum, machen das übrigens seit langer Zeit. Wir waren immer davor, Mitglieder der AfD zu dämonisieren. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Das geht ja ganz tief rein in die Gesellschaft. Und natürlich steht in diesem Portalprogramm auch vieles drin, das so auch oder so ähnlich auch bei anderen Parteien steht. Das ist ja gar keine Frage. Es ist eine Demokratie und Meinungsvielfalt, das muss möglich sein. Aber eine Sache würde mich trotzdem interessieren. Sie sagten in einem Interview, ich glaube auch, es war in Ihrer Zeitung in der Welt, um das noch einmal gesagt zu haben, da haben Sie gesagt, der Herr Markus Prezell, der Landesvorsitzende, war derjenige, der Sie am Ende überzeugt hat. Markus Prezell war der Erste, der schwadroniert hat davon, dass man notfalls auch auf Flüchtlinge schießen muss. Eieiei, jetzt kommt der böse Spruch wieder, mein Gott. Wieso böse? Nein, hören Sie auf, das hat mir sogar meine Mutter erzählt. Als ich meiner Mutter erzählt habe, tritt in AfD ein. Schlaue Mutter haben Sie. Da sagt die Mama zu mir, oh, die Frau Kupetri, die will auf Kinder schießen, das geht aber gar nicht. Hören Sie, so ein Unsinn. Erstens hat die das nie gesagt. Ich rede nicht von Frau Petri, ich rede von ihrem Lebensgefährten, von Markus Prezell. Ja, warum soll der mal anderes sagen? Also, der hat das als, das können Sie nachlesen. Hören Sie, diese dumme Diskussion noch ein halbes Jahr später zu führen. Was ist daran dumm? Was ist daran dumm? Hinterher, ein paar Monate später, hat die Großmacht Mazedonien tatsächlich die Balkanroute geschlossen mit Stacheldraht. Und was ist da passiert? Da musste keiner schießen. Da hat niemand geschossen. Und die einzigen Toten, die es da gab, die gab es, weil irgendwelche verrückten Journalisten Flüchtlinge oder Reden haben, durch den reißenden Fluss zu schwimmen. Deswegen gab es da Tote. Geschossen hat er gar nicht. Die Balkanroute ist zu, ohne Einschuss. Es geht doch darum, dass man dieses Tabu ganz bewusst bricht und sagt, notfalls müssen wir auch die aufschießen. Darum geht's doch. Ist es denkbar, nur mit der Bitte um kurze Antwort, dass Sie irgendwann mal wieder den Weg zurück zur SPD finden? Mit Sicherheit nicht. Das schließen Sie für sich aus. Diese Partei hat Ihr Klientel, die Arbeiter und die kleinen Leute, meiner Meinung nach verraten und verkauft. Das lassen wir jetzt einfach mal verstehen. Und ich verspreche Ihnen, wir sehen uns bei nächster Gelegenheit wieder und werden wir das nochmal weiter vertiefen, weil es gibt tatsächlich vieles, gerade auch im Ruhrgebiet, worüber man reden muss.